Herzlich willkommen. Danke. Haben wir eben schon gesprochen. Viel hast du noch nicht gesehen von Bad Nauheimer. Du hast jetzt ein bisschen Stadion gesehen, Kabine und so weiter, schätze ich mal. Was sind denn deine ersten Eindrücke? Was nimmst du so mit? Ja, hier finde ich es natürlich super, dass es nicht so wie in der Großstadt, also dass es eher so familiär zugeht. Kenne ich von Tölz, auch von zu Hause. Ich meine, Schwenningen ist auch nicht so groß. Und ich glaube, da könnte ich mich wohlfühlen. Da freuen wir uns oder hoffen wir, dass es auch so wird. Sportlich. Was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, dass du hier beim EC Bad Nauheim heute den Vertrag unterschrieben hast für die nächste Saison? Wie kam der Kontakt zustande? Also Kontakt kam natürlich durch Herrn Ottmann zustande und später hat sich dann auch noch der Coach bei mir gemeldet, was natürlich nicht was super ist, was nicht selbstverständlich ist. Und ja, also so habe ich mich ziemlich geborgen gefühlt und ich denke, das war das Richtige. Ja, was hat der Frank so zu dir gesagt? Was habt ihr so gesprochen? So über Sportliche, was er vorhat, was hier so zu bieten gibt, was mich erwartet und ja. Okay, was war so dein Eindruck von dem Gespräch oder von den Gesprächen? Natürlich positiv, sonst hätte ich nicht unterschrieben. Klar, alles klar. Was hast du denn für Ziele mit dem EC Bad Nauheim? Du kommst aus Hannover, aus der zweiten Liga, jetzt in die Oberliga, Aufstieg oder Playoffs oder kleine Schritte oder das große Ziel? Das Ziel, also denke ich, ist eigentlich der Aufstieg, aber ich kenne die Mannschaft jetzt nicht, wahrscheinlich noch nicht ganz zusammen, aber da habe ich eigentlich vollstes Vertrauen, dass wir da was Gutes zusammenbringen und dann werden wir schauen, was wir erreichen wollen und ich werde alles dafür geben, dass wir das schaffen. Okay. Wie sieht denn insgesamt deine Saisonvorbereitung aus? Ich meine, jetzt weißt du ja, für wen du aufs Eis gehst, in welcher Liga, heute ist alles fix. Wir sehen so die nächsten Wochen, Monate bis August, September, bis es wieder losgeht. Wie sieht es da aus? Also ich werde genauso trainieren, wie wenn ich in die zweite Liga oder woanders hingegangen wäre. Also da ändert sich für mich nicht viel. Also jetzt ändert sich nur in dem Weit, dass wir hier eben einen Fitnesscoach haben. Mit dem werde ich mich zusammensetzen und werden wir die Pläne, denke ich mal, übereinstimmen und dann schauen, was am besten ist. Das heißt, du wirst nach Bad Nauheim ziehen, jetzt schon im Mai noch, Ende des Monats? Ja. Und wirst auch hier die Vorbereitung machen? Ja, also ich werde im Sommer jetzt hier bleiben. Ja. Okay. Mir alles anschauen. Alles anschauen in Ruhe, genau. Okay. Was sind denn deine, oder wie siehst du aus deiner Sicht deine Stärken? Was sind die Stärken? Was sind aber vielleicht auch Schwächen, an denen du noch arbeiten willst? Also Stärken sind auf jeden Fall meine Beine, die sind, ich denke mal, schnell. Schwächen, ja. Wird man dann sehen. Oder hoffentlich auch nicht. Okay, ja. Alles klar. Was machst du denn abseits des Eises in deiner Freizeit, Hobbys? Viel Sport. Also ganz gern gehe ich golfen, aber auch ganz normal spazieren gehen, laufen. Also okay. Alles Mögliche. Also golfen hast du ja gleich hier nebenan einen Golfplatz, hast du gesehen. Was denn, du? Du willst einhaken oder willst du mitgolfen? Alles gut. Okay. Ja, sonst noch irgendwas, was du vielleicht deinen neuen Fans sagen möchtest hier über Nauheim? Ach, ich freue mich drauf auf die neue Saison und hoffe, dass wir da zusammen was erreichen werden.